Die Harfe ist entstanden durch den Pfeil und Bogen. Das war sozusagen die erste Harfe, die es gab mit einer Saite, wo man feststellte, dass man mit dem Bogen nicht nur Pfeile abschießen kann, sondern dass der die Sehne auch einen Ton erzeugt. Und dann fing man an, diesen Ton oder diesen Bogen sozusagen zu verändern. Man nahm ihn zum Beispiel in den Mund, damit der Ton etwas lauter erzeugt wird, als Resonanzkörper diente denn der Mund. Und so existiert das Instrument auch immer noch in Afrika, die Bogenharfe. Also überwiegend wird die Harfe aus Holz gebaut. Dazu gehört die Säule vorne, die die Kraft der Saiten tragen muss, der Hals, der geschwungene Hals, an dem die Saiten befestigt werden. Die sind aus massivem Holz gemacht. Und dann der Resonanzkörper, der hohl sein muss, damit der Klang eine Lautstärke bekommt. Das Einzige, was aus Metall ist, sind die Stimmwirbel und die kleinen Umlenkstifte, die die Saite in der richtigen Position halten. Harfenbau im Hinterhof. In Hendrik Schupps Werkstatt entstehen wohlklingende irische Harfen und werden historische Instrumente restauriert. Hier wird jetzt die Form des Halses angezeichnet mit der Schablone, mit dem Holz. Jetzt wird die Schablone genau ausgerichtet, mit der ich anzeichne, wo die ganzen Bohrungen für die Wirbel und für die Stege, an denen die Saiten befestigt sind, gemacht werden. Exakte Position der Bohrung und der Stifte nachher ist sehr wichtig, denn sonst stimmt der Saitenabstand nicht von einer Saite zur nächsten. Die Schale, fertig verleimt ist, da kommen dann die Leisten dran und der Resonanzboden obendrauf.